Danke, Herr Vorsitzender, Herr Vizepräsident der Kommission. Die Digitalisierung der Wirtschaft ist wesentlich, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas im internationalen Kontext zu steigern und Beschäftigung zu schaffen. Durch Digitalisierung, das heißt insbesondere durch Industrie 4.0, wird es in den nächsten 10 Jahren möglich sein, das europäische Bruttoinlandsprodukt um 1.250 Milliarden Euro zu steigern, 3,8 Millionen neue Jobs, qualifizierte Jobs zu schaffen und sicherzustellen, dass die europäische Wirtschaft im IKT-Bereich unter den Weltmarktführern bleibt. Nichthandel, das heißt keine digitale Strategie, wird dazu führen, dass Europa zurückfällt. Das industrielle Wachstum wird um 10% zurückgehen. Europa hat in den letzten Jahren hier sehr stark an Tempo verloren. Die Wettbewerbsfähigkeit wurde eingebüßt. Heute sind nur noch 8 der Top 100 Hightech-Unternehmen, haben ihren Konzernsitz in Europa. Das muss sich ändern. Dazu braucht Europa Maßnahmen. Was ist zu tun? Investitionen in eine robuste Infrastruktur, das heißt Breitbandausbau, Schlüsseltechnologie für das industrielle Internet, Fokussierung auf F&E und Innovation, insbesondere Setzung des 5G-Standards, Investitionen in Bildung, neue Curricula für IT-Experten, Setzung industrieller Standards und eine europäische Cloud.